Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu E-Sports Football Club 24. Jawohl, wir sind wieder in Liga 8. Ganz einfacher Grund. Die Ligen wurden zurückgesetzt und wir starten wieder in den unteren Ligen. Und müssen uns mal hoffen. Ach stopp, warte mal. Bevor wir Gegner suchen. Lass uns kurz Vasquez mal anschauen. Ob wir den vielleicht nicht doch anders unterstützen müssten irgendwie. Vielleicht. Er ist nach vorne super. Aber wenn wir dem Backbone geben. Schau mal, Tempo ist solide. 93, 93, da brauchst du nicht viel dazu. Aber er braucht einen Backbone. E vorgeschlagen. Und jetzt mit dem Backbone hat er plötzlich 94 für Zweikämpfe, 90 Defensivbewusstsein, 95 Abfangen, 94 Sprungkraft, 74 Stärke. Aggressivität bei 97, Grätsche bei 90, Übersicht 98 und langer Pass 94. Macht, oder sieht für mich als Verteidiger ein bisschen logisch aus. Aber wir müssen ihn sowieso erstmal testen. Stopp mal, ich habe es letztes Mal gesehen, die Trikotnummern stimmen wieder nicht. 18, 18, hier stimmt noch alles genau. Aber Jordan Hultemann hat auf einmal die 15. Das ist echt was, das nervt mich bei diesem Spiel. Ellie Krieger hat seit Wochen die 11. Und jetzt auf einmal 19. Verstehe nicht. So, Hultemer muss dreimal gewinnen und dreimal eingesetzt werden. Das heißt, im Endeffekt muss sie eingesetzt werden, sobald wir 1-0 vorne sind oder 2-0 vorne sind, muss Hultemer eingewechselt werden. Damit wir diese Challenge erfüllen. So. Nice SC, Football Shirt Day, 26. April. Oh, finde ich aber cool. Mannschaft ist ja so wie wir. Vielleicht ein bisschen defensiver, aber wild eingestellt auf jeden Fall. Okay. Wir spielen auf jeden Fall auswärts, das ist auch schon mal klar. Auf geht's. Ach, oh, Philipp. Fipsi! Schweinsteiger rutscht nach. Stanway sofort nach außen raus. Lewandowski. Kein Ohr. Starke Parade. Beckham. Uff. War nicht ungefährlich. Und wieder. Lewandowski. Oh, Heulund. Kriegt den gerade noch weg von uns. Ah, Wölfe. Vasquez. Beckham, Wölfe. Kane, 1-0. So, jetzt können wir da eigentlich gleich sagen, hier, raus mit dir. Nachdem Kane jetzt das Tor gemacht hat, nehmen wir ausnahmsweise heute mal Kane runter und bringen Hultemer. Normal nehmen wir Lewandowski runter, weil meistens Lewandowski komischerweise der erste Torschütze ist. So, Kane runter, Hultemer rauf. Lewandowski macht den Kane jetzt als Neuner mit Anspielstation. Bin ich gespannt, wie das klappt. Beckham. Boah, das war nicht so durchdacht von mir. Vasquez, was ist das denn? Da. So, dann holt ihr mal Van Dijk dazwischen, gibt aber Freistoß. Das ist die Chance für Beckham. David Beckham. David Beckham! Unser erstes Freistoßtor! Aber mit funktionierender Mauer! David Beckham! Lecco mio! Was eine geile Bude von Beckham! Lewandowski 3-0.
So, jetzt hat auch Lewandowski seine Bude. Kessler verletzt, das tut mir natürlich leid. Jetzt wieso nicht, warum wir so mit so einer weirden Aufstellung spielen mit Kessler als Außenverteidigerin und so weiter, aber Beckham, das ist gelb. So, den heute mal. Ganz was er vorhat. Ja, dass sich auch was wirft, ist irgendwann alleine, würde ich gerade sagen. Vinicius. Den kann er gut dribbeln. Rolfe ist es aber wurscht. Ob du gut dribbeln kannst. Huitema, Huitema! Mein Problem mit Lahm übrigens ist, Grimaldo hat die bessere Bewertung. Problem nur, wenn ich Lahm rausnehme, verliert Huitema ihren Zusatz. Nicht Huitema, verliert Rolf für ihren Zusatzpunkt. Philipp Lahm. Na, Stanway hätte hinkommen können. Okay. Wollte ich, dass ich nur drüber chippt. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Was macht dann da jetzt wieder? Dass die Leute nicht einmal normal spielen können, ne? Übrigens, ich habe Champions angezockt, offline, weil wir ein paar Challenges machen mussten für heute mal. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ja der größte Mist, den ich je gespielt habe. Also, ich meine, da ist das ja hier, dieser Kreisklassen-Kick, wie ich ihn ja gerne nenne, das ist ja ein Festschmaus dagegen. Aber Champions ist ja der volle Humbug. Alaba, 4-0. Also, das ist der vollkommene Witz. Also das ist ja, da gehst du ja rein und das ist ja, entweder du schießt 10 Tore in einer Partie, weil gefühlt jeder Schuss drin ist, eine Seite, entweder die vom Gegner oder deine Seite, dort denkt die KI überhaupt nicht mit, da hat sie gar keinen Bock. Also du kommst ja praktisch aus diesem Spiel raus und denkst dir, wow, das war das gescriptetste Sport-Gameplay, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich muss ehrlich sagen, du kannst halt nicht mal widersprechen dann. Weil es einfach so verrückt ist, was passiert und wie es passiert, das ist crazy. Na, Platz, schön gemacht. Ah, ich weiß ganz ehrlich, ich weiß nicht, was er da vorhat oder was er da genau unternehmen will und machen will jetzt. Alarm mit. So, jetzt ziehen wir gleich. Gezang. Jetzt macht er gleich Schweinsteiger frei. Schweinsteiger zieht die Flanke in zweiten Pfosten. Da steht Beckham! Wow. Und der war nicht schlecht von David Beckham. Oh, Schweini! Junge, schöner Schuss, langes Eck. Was war denn da los? Beckham. Noch nie ein Eck in die Mitte gebracht. Oh, so schaut's aus. So hat es auch ausgeschaut. Als wäre da noch nie ein Ball von Beckham Richtung Mitte geflogen. So. Das ist Van Dijk, der sorgt dafür, dass Klaus freien Lauf hat. Uff, überläuft Alaba. Das schaut nicht gut aus. Und Klaus, Kassier ist schon da. Kassier ist direkt raus auf Beckham. Vasquez. Na, Lewandowski. Ja, da merkt man doch, er ist nicht der Stärkste im Passen.
Aber es ist okay, wir führen mit, glaube ich, 4-0. 4-0 zur Halbzeit. Ist relativ aussagekräftig. So. Ich möchte einfach mal was testen. Rölfe über links, Beckham über rechts, Schweinsteiger zentrales Mittelfeld. Ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie viel. Ansonsten können wir es halt einfach so umstellen in Zukunft. Rüdiger bleibt mal noch drin. Wie gesagt, das Spiel muss sie machen. Das ist für die Evolutions wichtig. Wir müssen gewinnen mit ihr. Dreimal. Und viermal muss sie, glaube ich, spielen. Champions oder Rivals. Deswegen dieses Champions-Spiel. Generell auch die anderen Champions-Spiele für die zweite Challenge. Die Spiele, die aber nötig gewesen wären, haben wir in Champions gemacht. Lukas Vázquez sieht, dass Beckham startet. Beckham nimmt Huitemann mit. Huitemann nimmt Morgan mit. Und die verliert fast den Ball, behält aber den Überblick. 5-0. Naja, was ich so krass finde, ist einfach, die Leute unterschätzen Alex Morgan einfach. Ich habe schon mehrmals gesagt, das ist die absolute Empfehlung. Schweinsteiger im ZM ist crazy. Das ist irgendwie genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Da kommt er noch hin, da kommt er noch hin. Schade. Was? Der war doch noch dran. Okay. Morgan verlüpft sich. John, hol ich den mal. Wölfe. Jetzt da. Schweinsteiger. Geht doch. Ja, ZM ist er anders gebaut. Aber Rölfe kann Rölfe linkes Mittelfeld spielen? Ich dachte, es ist LV, ZM und LF. Ansonsten wäre es natürlich ärgerlich, wenn das. Ansonsten meine ich, sonst müssen wir halt immer nach der Pause umstellen oder so. Dass Schweinsteiger dann zentrales Mittelfeld spielt. Vázquez. Schön gemacht mit Beckham zusammen. Beckham, oh, das wäre falsche Richtung Stürmer. Wer war das? Morgan wäre es gewesen, den hätte er anspielen müssen. Schweinsteiger. Läuft Klaus hinterher, Schweinsteiger. Ich finde es generell lustig, auch diese Ex-Bayern-Reihe mit Lewandowski, Alaba und Schweinsteiger. Das ist kein Abseits. Huitemann. Oh, Rolfo kommt nicht hin. Oh, Spiel ist sehen und noch gar nicht vorbei. Und bei uns schon wieder alles so, wir sehen es vorbei. Oh, ja! Kein Abseits von Rolfe. Schön gemacht von Huitema. Torhüter kommt raus. Huitema. Oh! Und Rolfe müssen nur noch den Schlappen hinhalten. Hammer. Schnell kombiniert. Aber gut, wie gesagt, mit den Spielern, die wir da vorne haben, mit denen kannst du es machen. Und da glaube ich, keinen Bock mehr. Jawohl. Schon Pause gedrückt. Dann mache ich wenigstens das Eigentor noch. Komm. Bricht das ab? Ja. So, Spielhöhepunkte. Ich meine, das Ding war gerade richtig schön. Ist mir aber relativ egal. Weil dieser Freistoß von David Beckham war unser erster Freistoß aus dem Spiel heraus. Der war aber gut getreten, der war richtig gut getreten von Beckham. Boah, schön, und wie, ja, wenn er Vinicius hochspringt. Boah. Wenn Vinicius hochspringt, ist da nichts mit Tor. So stehen wir halt da und sagen, ja, David Beckham. Kann man mal so machen. Den Schuss kann man mal so machen. Muss ich schauen, dass man Ball irgendwo haben, wo man ihn noch sieht. Jawohl. Siehst du ihn hinten auch noch? Ah, schwer nur noch.
Das ist natürlich exakt hier so. Seitlich auch Pro. Übertragung. Orbit. Das ist eigentlich ganz gut. Wünsche, es wäre hinten ein bisschen schärfer, aber hey, der Ball ist genau im Winkel. Ah, der war perfekt getreten. Alter Vater. Er kommt auch nicht hin. Er kommt auch nicht hin. Oh, der arme Courtois, Alter. Ich dachte, er kommt hin. Und Courtois ist relativ groß. Und vom Drall her war halt der Ball, wie soll ich sagen, nicht zum Tor gedreht. Sondern eigentlich eher weg vom Tor. Aber der passt so perfekt. Und Courtois aber auch wirklich mit der Fresse voll gegen den Pfosten. Ding. Alter. Da kannst du sagen, was du willst. Das war ein saugeiles Tor von David Beckham. Aber wirklich. Halleluja. Erster Sieg. Jawohl. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Zack, ciao und vor. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüssikowski.